Die große Frage lautet, kaufe ich einen Porsche 718 Cayman GT4 oder einen Basis 911? Und das Urteil fällt aus meiner persönlichen Sicht eindeutig aus. Immer den Cayman GT4 nehmen. Denn drei gravierende Gründe sprechen für dieses Fahrzeug. Punkt 1. Der Cayman GT4 verkörpert die klassischen Porsche-Tugenden wesentlich besser, als es der Basis 911 aus meiner Sicht tut. Er ist klein und kompakt, er ist leicht, er hat einen 6-Zylinder-Boxer zwischen den Achsen, nicht im Heck. Er ist handgeschaltet, ganz wichtig, ganz entscheidend, und er verzichtet auf jeglichen Firlefanz. Also das, wofür Porsche-Fans ihre Marke und die alten Fahrzeuge so lieben, verkörpert dieses Auto. Punkt 2. Der Cayman GT4 ist etwas Besonderes. Ja, er ist ein GT-Modell. Das merkt man eben nicht nur beim Fahren, denn er fährt sich tatsächlich supersportlich, sondern das merkt man auch beim Aussehen. Der große Spoiler, die große Bremsanlage, der große Splitter vorne, das ist alles funktional und man sieht auf den ersten Blick, dieses Auto ist nicht von der Stange. Und das finde ich persönlich sehr gut. Man will doch schließlich auch irgendwie ein bisschen auffallen, oder? Punkt 3, und das ist der alles entscheidende Punkt, wie ich finde, ist der Preis des Cayman GT4. Klar, 96.206 Euro, das ist nicht wenig Geld. Aber wenn man sich mal anschaut, dass ein Carrera S, der ja im Moment die 911 Basis bildet, 120.000 Euro in der Basis kostet, ja, dann ist das schon ein gewaltiger Preisunterschied, vor allem, wenn die Fahrleistungen annähernd gleich sind. 450 PS im 911 zu 420 im GT4. Ja, und man hat dann eben noch ein bisschen Geld übrig, wenn man zwischen diesen beiden sich entscheiden muss. Und da würde ich empfehlen, dass man 5.355 Euro in diese Vollschalensitze investiert. Dann hat man immer noch genügend Benzingeld übrig und trotzdem den perfekten Sitz.